Pony lernt Tricks und Zirkuslektionen bei unserer ersten Unterrichtsstunde. Wir haben echt viele tolle Tipps bei dieser Trainerin bekommen und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit durch die Stunde. Unser erstes Problem liegt darin, dass Dandy extrem um mich kreiselt, wenn es ums Ablegen geht, wie man auf diesem Video hier erkennen konnte. Das lag aber hauptsächlich an mir. Wie man sehen kann, geht das jetzt schon viel besser, einfach nur mit den Tipps der Trainerin. Sie meinte nämlich, ich darf mich nicht so viel weiter bewegen und muss eher am Stand denken. Das zweite Thema, das wir behandelt haben, war das Kompliment. Dandy macht das eigentlich ganz gut, aber er springt danach sofort wieder auf. Hier habe ich einfach den Tipp bekommen, dass ich ihm wirklich unten die Belohnung gebe. Sonst hat er das Gefühl, dass er sofort wieder rauf muss, weil er oben ja die Belohnung bekommt. Total logisch eigentlich. Dann ging es ans Sitzen. Das können wir eigentlich schon besser wie hier auf den Videos. Hier wurde mir auch erklärt, wie ich ihn richtig hochbringen kann, dass er dann in der Sitzposition ein bisschen länger verweilt. Das hat er dann ganz, ganz brav gemacht und ich weiß jetzt auch, wie ich auf ihn zugehen muss, dass wir das in Zukunft noch besser hinbekommen und er auch länger sitzen bleibt. Am freien Zirkeln im Galopp haben wir auch gearbeitet. Das konnten wir nämlich noch gar nicht. Ich habe aber super Tipps bekommen und weiß jetzt, wie ich meine Energie richtig einsetzen kann. Und Dandy macht das einfach so, so brav. Weiter ging es dann auch mit dem spanischen Schritt, den kennen wir auch noch überhaupt nicht, da haben wir noch gar nicht angefangen. Also das sind wirklich unsere ersten Versuche, was den spanischen Schritt angeht. Ihr merkt, noch ein bisschen verwirrend alles. Aber die Erklärungen der Trainerin sind wirklich Gold wert gewesen. Und es hat eigentlich immer alles funktioniert, was sie gesagt hat. So cool.